Hey ihr Lieben, ich bin nochmal zurück mit einer Review, auf die viele schon eine ganze Weile warten. Was heißt eine ganze Weile? Seit ich die Produkte vorgestellt habe, sagen wir so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre da auch gespannt drauf und war ja auch selber gespannt drauf, die Produkte auszuprobieren und vorzustellen. Die meisten werden wahrscheinlich wissen, worum es geht. Und zwar sind das die neuen Haarprodukte. Einmal die Spülung von L'Occitane aus der Olivenserie. Zu der muss ich sagen, ich habe 2 Flaschen davon, einfach weil ich sie recht günstig gekriegt habe. Teilweise war die noch auf der Online-Seite zu sehen, dann waren sie wieder verschwunden. Ich denke, die Sachen gehen raus aus dem Programm. Deswegen ist es nur bedingt interessant, glaube ich. Wobei man sagen muss, dass ich denke, dass sie qualitativ schon für die ganzen Sachen in etwa sprechen, um einen ersten Eindruck davon zu kriegen. Der Geruch, wie gesagt, ist ein bisschen säuerlich, ist jetzt nicht ganz unbedingt mein Ding. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, der Geruch ist nicht mehr alles, was zählt, sondern wenn die Wirkung stimmt, ist der Geruch mir eigentlich egal. Und dazu muss man sagen, ich muss sie jetzt auf den Kopf stellen, obwohl die noch bis hierhin voll ist. Und zwar ist sie halt sehr fest und sehr reichhaltig. Was ich aber ganz gut finde, dann flutscht das nicht so vom Haar herunter quasi, wie wenn es so eine dünne Dinger sind, wo man das Gefühl hat, es bleibt nichts am Haar haften und ist mir das so lieber. 15 Euro für 250 Milliliter finde ich auch ist ein angebrachter Preis. Wie gesagt, der Geruch so lala, beim Ausspülen danach geht's aber wieder. Die Kennbarkeit ist super. Jetzt kommen wir aber zu einem kleinen Aber. Im Grunde war ich ja eigentlich interessiert an der Serie für trockenes und kaputtes Haar. Nicht unbedingt, weil ich das habe, aber ich denke, da ist einfach eine extra Portion Pflege drin und gerade meine Spitzen sind ganz gerne trocken. Und da habe ich mir ein Probensachet geben lassen. Das sieht so aus und so in der Farbe und Aufmachung ist auch das Etikett von diesen Originalflaschen. Und zwar nennt sich das Abriss Shampooing Conditioner 5 Essential Oils, was ich schon mal ganz toll finde. Hier auf der Packung steht natürlich wie bei den meisten Sachen jetzt nichts auf Deutsch. Finde das aber noch eine Spur besser als das. Wobei man sagen muss, von der Pflegewirkung her, wie die Kennbarkeit ist, wie weich das Haar ist beim Ausspülen, was eine gewisse Rolle spielt, würde ich sagen, spricht auch das schon mal für die Qualität, denn die ist ähnlich. Die hier ist fast noch ein bisschen besser. Also ich denke, da geht es nur bergauf. Deswegen diese L'Occitane-Spülung kann ich auf jeden Fall empfehlen und werde auch dabei bleiben und mir dann, wie gesagt, aber das für trockenes Haar holen. Hier gibt es also Preis-Leistung passt. Hier ist auch der Duft ganz okay. Muss ich ehrlich sagen, riecht ein bisschen seifig. Leicht ein bisschen nach Rose. Also ist sehr, sehr angenehm. Also die Spülungen sind auf jeden Fall top. Ich denke, ich werde da auch dann, wenn meine Shampoos aufgebraucht sind, mal Shampoos davon probieren. Und kann da absolut gar nichts Negatives sagen, weder Preis noch Wirkung. Gut, der Duft ist Geschmackssache, aber der verfliegt sowieso schnell im Haar, deswegen ist das relativ egal. Und dann kommen wir zum zweiten Teil, beziehungsweise zum zweiten Produkt, worauf die meisten ja ganz gespannt sind. Das ist diese Moroccan Oil intensive Feuchtigkeitsmaske mit Arganöl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon viel gehört, dass das Öl sehr, 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 sehr gut sein soll. Ich, wie gesagt, persönlich bin, obwohl ich den Öltest mit drei verschiedenen Haarölen gemacht habe und spannend fand, ist das einfach gar nicht mein Ding. Und hier die Maske, wenn ihr mal schaut, habe ich schon ganz gut benutzt. Und muss ehrlich sagen, auch da ein absolutes Top, 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 Top Produkt. Ich werde bei dieser Haarmaske bleiben. Zu sagen wäre dazu, der Geruch ist super, die Konsistenz ist super, die Ergiebigkeit ist super. Also bei meinen Haaren, und die sind ja jetzt nicht ganz so kurz, also ich habe schon ein paar Härchen im Angebot, die sind auch sehr dick und sehr viele Haare. Und da ist so zwischen Teelöffel und Esslöffel nehme ich, sagen wir mal, 1,5 Teelöffel ungefähr. Verreibe die so schön in den Händen. Und gehe dann quasi so durch, erst so ein bisschen in die Spitzen und arbeite das dann hoch vom Ansatz. Einfach so durch die Haare durch im handtrocknenden Zustand. Und lasse das dann meistens entweder, wenn ich in der Wanne bin und eine Maske drauf habe oder sonst ein bisschen länger einwirken.
Das tropft ja nicht raus oder ähnliches. Wie gesagt, der Geruch ist sehr angenehm. Beim Ausspülen ist es sehr weich. Es beschwert das Haar nicht hinterher. Die Haare glänzen, die Haare sind angenehm. Sehr gesund fühlen sie sich an. Sie duften sehr herrlich. Preis, Leistung ist hier auch gegeben. Wie gesagt, die Dose kostet zwischen 24 und 34 Euro. Aber es gibt auch noch eine 500 ml Dose, die im Verhältnis noch günstiger ist. Und denke ich, die würde sich sogar lohnen. Aber wie gesagt, vielleicht probiert man das erstmal vorher aus. Und wenn man dann zufrieden ist, kann man ja dann da eine größere Dose holen, würde ich auf jeden Fall. Und ist auch bei fettigen Haaren geeignet, beziehungsweise zu fettigen Ansatz und schnellem Fetten eigenen. Was denn? Auch bei Haaren geeignet, die zu Fetten neigen. Naja, irgendwie so. Also schnell fettendes Haar kann auch diese Maske sehr gut vertragen, denn davor hatte man ja immer ein bisschen Angst, gerade wenn man Öl, egal ob es jetzt Haaröl oder Öl in Masken ist, erstmal hört, denkt man, Aber das ist wirklich super. Ich benutze sie so einmal in der Woche. Ungefähr je nach Bedarf, Lust und Laune. Und ich muss ehrlich sagen, da passt einfach alles. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt komplett frei ist von diesen ganzen verrufenen Silikonen und bösen Sachen da, weil ich leider gar nicht weiß, wie die heißen. Aber ich glaube, das ist ein relativ naturgetreues Produkt, soweit ich das verstanden habe, denn sonst wäre das, glaube ich, auch gar nicht so im Gespräch. Also auch hier absolutes Top- und Kaufempfehlung würde ich aussprechen. Beide Produkte, Entschuldigung, also L'Occitane-Spülung bzw. Haarprodukte und diese Arganölprodukte kann ich nur ans Herz legen. Ich bin mit beiden wirklich durchaus zufrieden und würde mir beides wiederholen. Hier habe ich sowieso mal überlegt, da mal zu schauen. Da gibt es ja auch wirklich, da gibt es ja Shampoos, Spülungen, dieses Haaröl, diese Haarmasken. Ich glaube, es gibt sogar noch eine andere Maske, die jetzt nicht unbedingt intensive Feuchtigkeitsmaske heißt, sondern irgendwas anderes, auch mit diesem Öl drin. Also da gibt es eine riesen Linie, ich glaube 10 verschiedene Produkte circa. Und denke, vielleicht den einen oder anderen, wer das mal interessiert, kann da vielleicht mal schauen. Ich habe jetzt auch gesehen, bei unserem Friseur zum Beispiel steht auch dieses Arganöl, aber ob man da jetzt wohl im Internet wie bei so vielen Sachen günstiger dran ist, weiß ich leider nicht. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, Daumen hoch für beide Produkte. Wenn ihr noch irgendwelche spezifischen Fragen zu der Spülung oder zu dem Arganölprodukt habt, könnt ihr mir die ruhig stellen. Ich hoffe, das hat jetzt soweit die Fragen beantwortet. Ist absolut quasi, die Sachen erklären sich von selber irgendwo, denn die sind einfach toll da. Fehlen mir ja fast schon die Worte. Ich bin sehr, sehr zufrieden, weil gerade bei Haarprodukten bin ich ja doch recht schwierig, beziehungsweise meine Haare. Und optimal. Also, Ladies, vielleicht probiert es mal aus. Bis ganz bald. Ciao.